ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Und in letzter Zeit bekomme ich häufiger mal die Frage gestellt, was nutze ich eigentlich, welche Trainingsmaterialien nutze ich, um damit aktiv zu trainieren. Und deshalb möchte ich dir in diesem Video gerne mal ein paar Dinge vorstellen, die ich eben nutze, um mit meiner Hand ganz gezielt zu trainieren, um meine Hemipharese aktiv zu verbessern. Viel Spaß! Am Anfang meines Trainings nutze ich sehr gerne den Therapiering. Der hilft dabei, deine Finger zu sensibilisieren. Das ist so eine Art metallener Ring und da sind, wie du siehst, ganz, ganz viele Ecken und Kanten dran. Und wenn die über deine Finger streifen, dann kannst du deinen Finger gezielter wahrnehmen. Zurzeit eine meiner Lieblingsmaterialien, die Glassteinchen. Denn damit kannst du wunderbar üben, deine Finger einzeln zu bewegen. Wenn man zum Beispiel einen Finger auf einen Stein legt, dann lässt er sich leicht und somit eben auch dein Finger leicht hin und her bewegen. Und dadurch kämpfst du nicht gegen so eine Art Widerstand an, wie als würde deine Hand jetzt auf dem Tisch liegen und deine Finger zum Beispiel dann eben an der Tischkante kleben bleiben. Das passiert eben mit diesen Steinchen nicht und deswegen kannst du damit wunderbar üben, eben deine Finger Stück für Stück einzeln zu bewegen. Ein weiteres Trainingsgerät, das ist die Therapieknete. Und damit kann man wirklich ganz, ganz unterschiedliche Übungen machen. Man kann zum Beispiel Übungen fürs Handgelenk machen, man kann Trainings für die einzelnen Finger machen, man kann die Therapieknete benutzen, um Kraft in den einzelnen Fingern aufzubauen. Und was ich auch noch ganz cool finde, mit der Therapieknete kann man natürlich auch, wenn man will, seinen Finger ein Stückchen weit festkleben, sodass er sich nicht mehr so leicht hin und her bewegen kann und du dich dann zum Beispiel eben auf einen anderen Finger, den du gerade ganz bewusst bewegen willst, konzentrieren kannst. Und schließlich die Gummibänderplatte. Das ist ein Trainingsgerät, das habe ich entwickelt und das kann dir dabei helfen, nicht nur mehr Beweglichkeit in deine Finger reinzubekommen, sondern es kann dir auch ganz besonders dabei helfen, Kraft aufzubauen. Schau mal in meinen früheren Videos, da zeige ich dir mit jedem Trainingsmaterial, was ich dir gerade gezeigt habe, verschiedenste Übungen, die du für dein Training nutzen kannst. Und wenn dich das ein oder andere Trainingsgerät interessiert, dann schau mal in der Videobeschreibung nach, denn dort findest du Links, die dich zu den einzelnen Trainingsmaterialien führen. Ja, das waren jetzt mal so ein paar Beispiele an Materialien, die ich eben nutze, um aktiv zu trainieren. Das heißt, um diese Übungen zu machen, setze ich mich auch ganz bewusst immer eine Zeit lang hin und mache die Übungen dann. Was man aber auch machen kann, man kann ganz effektiv im Alltag trainieren, indem man eben seine betroffene Hand im Alltag Schritt für Schritt mehr und mehr einsetzt. Zum Beispiel, das kann losgehen mit, ich mache mal einen Schrank auf mit meiner betroffenen Hand, ich mache eine Schublade auf. Das kann so sein, dass du versuchst, eine Flasche zu umgreifen. Das kann sein, dass du ein Stück weit die Spülmaschine sogar schon mit deiner betroffenen Hand aufräumst. Oder eben du zockst beidhändig Konsole. Alles das sind Möglichkeiten, wie du dein Handicap aktiv im Alltag verbessern kannst. Und wie immer jetzt der mentale Tipp, weil unser Gehirn ist ganz besonders dann mit im Boot und wir brauchen unser Gehirn einfach, um was Neues zu lernen. Und es ist besonders dann eben im Boot, wenn unser jeweiliges Trainingsmaterial, das wir benutzen, genau zu unserem Ziel passt. Das heißt, wenn wir das Gefühl haben, das, was ich jetzt gerade mit dem und dem mache, das bringt mich weiter, dann bist du auf dem richtigen Weg, weil dann hast du auch die nötige Motivation, um eben wirklich regelmäßig zu trainieren. Ja, jetzt würde mich an der Stelle natürlich interessieren, wie trainierst du zu Hause im Alltag oder eben auch, wenn du dich ganz bewusst mal hinsetzt und welches Trainingsmaterial benutzt du dafür? Schreibe es in die Kommentare, darüber freue ich mich sehr. Ansonsten gilt wie immer, wenn du mental richtig aufgestellt bist, dann kannst du physisch so richtig durchstarten. Und dabei wünsche ich dir wie immer ganz, ganz viel Erfolg. Daumen hoch, wenn dir dieses Video gefallen hat. Ansonsten sehen wir uns bald. Bis dahin, ciao!